Ich bin einfach gesprintet, gesprungen und dann war ich irgendwie. Boah. Ja! Geschafft? Nein! Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Oh So Gott. kriegt man auch eine Antwort auf seine Der ist Frage. eigentlich voll einfach, der Sprung, und ich habe ihn nicht geschafft, natürlich. Denn du bist ein. Er war weiter Passi, als ich war du. schon mal da. Ja, und trotzdem ein. Ich habe noch nie aufgegeben, Pascal. Wann das wohl passieren wird, ne? Frage ich mich auch. Aber die Challenge muss dann echt hart. Alter! Die Challenge muss dann echt hart sein, wenn ich die aufgeben sollte. Weil du gibst nicht so schnell auf. Nee. Ist nicht so meins. Hast du geschafft? Oh. Junge! Ja, sorry! Ich krieg Fallschaden. Hast du es geschafft? Ja, ich hab halt. Oh nein! Ich hatte es halt später gehört, du Idiot. Und es gibt auch manche Sprünge, bei denen man Fallschaden kriegen kann. Aber doch nicht bei dem hier. Wer weiß? Im Ernst, das ist sogar noch ein Block höher. Passi! Stress ich jetzt echt das, deswegen, dass ich mich, dass ich diese Frage gestellt habe. Nein. Echt jetzt, jetzt schaffe ich es mal wieder hier drauf und du kommst auch drauf. Geh du. Oh. Ey! Boah, René, das ist nicht besonders schwer, du musst einfach nur springen! Gott! Im Ernst, wie lange bleibst du da auf dem einen Ding? Mann, ich bleib einfach nicht drauf. Boah, ey, der ist ja kacke. Auch schon. Hä? Ich so. So, nein, nein, bleib drauf. Bin ich drauf? Mann. Maya. Ja, und weiter. Ja. Spitzenmäßig, Leute. Ey, das geht, ey, das ist so schwer. Boah. Sauber, voll gegen die Leiter gesprungen. Glitschig drüber einfach. Oh, Entschuldigung. Danke. So, hast du überhaupt auf deine Maustaste geklickt? Weil er mich schlagen wollte. Nein. Nee, du wolltest springen, ne? Hast du das mit der Blast, hast du verwechselt? Ja. Nein, komm! Ja! Ah, ja. Muss die Kinderfall zwischendurch mal drücken, sonst schlafen meine Finger ein. Ja, und ja. Sauber. Ja, ey, jedes Mal. Ja. Ach. Dass da zwei Stück drauf sind, warum springst man denn dann noch drauf? Dann land mal drauf. Ja, wieso springt man Danke, denn? René. Ja, spring du. Mann, ich schaff das nicht mehr. Mann, ich war gerade da oben und dann habe ich abgekackt. Sauber. Es war ein Fehler, da oben abzukacken. So, wie geht der hier? Ja, du musst da auf das Teil springen. Da wurde es einmal geschafft und du fragst. Du musst springen, René. Sag an. Ja, dann frag nicht so blöd. Passi, du glaubst gar nicht, wie sehr du da jetzt gerade im Weg stehst. Boah, René, warte doch! Das ist ein Einersprung, der von der einen auf die andere. Ach, nein. Nee, wirklich? Ja. Oha, ich hab immer Doppelsprung gemacht, ey. Pass, ich hab immer Doppelsprung gemacht. Ja, ich auch. Ich dachte, das geht anders gar nicht. Ist so. Boah. Mann, jetzt spring da drauf, ey. Nee, du hast mir die Augen geöffnet. Mir nicht. Gut zu wissen. Ach. Ey, dieser Sprung ist scheiße. Jetzt richtig gut. Nervt langsam ein bisschen, ne? Oh Gott. Vor allem, wenn man mal schafft, ne? Wenn man ihn mal schafft, dann schaffen die anderen es auch und dann sieht man nicht mehr, wenn man gerade springen will. Ey, ich hasse es. Ach. Siehst du? Ist kalt. Wenn es einer schafft, schaffen es die anderen auch und dann sieht keiner mehr, wo sie hinspringen. Alter. Ja, Pasi, hast du recht. Ja, Florin hat's geschafft, danach habe ich es auch geschafft. Siehst du, Florin hat's geschafft, jetzt hast du es geschafft. Gleichzeitig. Boah. Oh Gott! Boah, ist der hier scheiße, ey. Boah! Ey, ist abartig schwer. Mann. Am meisten stört es mich wirklich, dass
man hier keine drei Wege oder so reingemacht hat. Irgendwie drei Reihen, die gleich aussehen. Ja, extra für uns angefertigt, ne? Nein, falls man die halt... Ey, ich hasse den Sprung, das ist doch scheiße. Ja, Pasi, aber die können ja nicht berechnen, wie viele Leute da mitmachen. Dann halt dann wenigstens zwei Reihen. Oder so wie man es eigentlich macht, vier Reihen. Wer baut diese Challenge denn viermal? Das ist nicht besonders schwer, diese eine Challenge hier viermal zu bauen. Ja, was und die anderen? Ja, aber sieht scheiße aus. Ja, die Challenge, wo man sich halt so übelst selber behindert. Ja, dann geh in den Game Mode und... Okay, ich hab ne Idee, wie das geht. Du musst immer hier, guck mal, an die Leiter hier, ja, musst du gehen und dann von dort aus sprinten hier hin. Wow. Das mache ich ja nicht die ganze Zeit schon. Ja, muss das von jetzt anmachen. Ich mach's die ganze Zeit nicht. Das mache ich die ganze Zeit schon so, Mann. Ich mach's aber nie. Ich mach das die ganze Zeit nicht so. Boah. Ich hab immer Doppel. Ja, René, da war ich auch. Das fand ich kacke. Boah. Das habe ich auch nicht geschafft. Arschig ist der Sprung, ey. Ey, ich schaff diesen Scheißsprung nicht mehr. Jetzt bleib drauf, du Scheißfigur. Ja, endlich. Okay, hier. Hier, oder? An der letzten Leiter. Sauber. An der letzten Leiter. So. Okay, ich hab den Trick noch nicht raus. Ich auch nicht. Der hat das auch wahrscheinlich nur aus Glück geschafft. Nee, das war mit... Also das kam mir schon so vor, als wenn das wirklich so ist. Ja, aber ich hab's auch schon geschafft, als ich von beiden Leiter... von der ersten Leiter super, schon geschafft. Super. Geh ruhig, geh ruhig. Wieso soll ich immer gehen? Weil man direkt nach vorne gehen muss und dann kann einer alleine sehen. Wie, dann geh du doch. Super. Ja, das passiert nämlich. Passiert nämlich. Ha! Perfekt. Nein! Das geht nicht, wie du das sagst. Ja, klar. Deswegen hat er es auch schon geschafft, ne, Pasi? Ja, wie gesagt, Glück. Vielleicht ja, dann geht's aber so. Man braucht halt nur Glück. Pasi! Jetzt geh du vor, jetzt geh du vor. So von hier aus sprinten und dann so seitlich springen. Ja. Mann, ich hasse diesen ersten Leitersprung schon. Doch, es geht, Pasi. René hat es schon geschafft. Boah, René, wann lernst du es endlich? Ich hab einfach auf die Wiederholungstaste gedrückt, also leg mich. Dann schreib doch einmal eine 0 und dann mach ich mal Wiederholungstaste. Im Ernst. Wieso, weil es auch so geht? Weil 0 besser ist. Bei 0 geht das nicht so schnell. Bei 0 geht's nicht so schnell. Ach man. Ey, das. Ist scheiße, ist das. Das Level wird langsam echt eintönig und langweilig. Das ist echt scheiße. Boah, und ey, diese Lapis Lazuli, die Blöcke, ne? Hast du dich auch schon letztes Mal rüber aufgeregt? Nur ja, du rechst. Hast du wieder ein neues Texture Pack und so? Wieso? Wieso soll ich das tun? Was weiß ich. Und wieso wieder? Weil du schon das zweite Mal ein neues Texture Pack dann drin hättest und... Boah, schon so oft? Ja. Alter. René, so oft schon? Hab ich doch nicht behauptet. Er hat das gesagt. Ja, aber du hast gesagt schon wieder und das ist... Und er hatte zum ersten Mal ein neues reingepackt. Er hatte vorher eins drin, dann hatte er es... Ja, aber das war auch neu, das vorherige. Ja, aber das konnten die Zuschauer ja nicht an. Ja, aber du. Ja, aber du hättest es sagen können. Sonst das weil du dann das zweite Mal. Dann ey, das ist scheiße! Boah. Das ist einfach nur Krätze. Sauber. Das ist nicht wahr. Oh mein Gott. Ey, das ist doch kacke. Man muss. Nee, im Ernst. Was denn? Wie lange brauchst du denn? Ja. Ich musste gerade was kurz gucken. Ja, angeblich. Geht nicht lang und dann runterfallen. Voll die Sperre. Okay, jetzt gucke ich mir das genau. Ey, ich spring immer gegen diesen scheiß Block. Ja, das ist... Ich hab den erst einmal gepackt. Ja, Tix, ich hab den öfters gepackt. Ja, geh nach vorne. Ich hab den auch erst einmal geschafft. Wow. Stell dir mal vor, ich hab den noch gar nicht geschafft. Ja, passiert. Mann, ich trinke jetzt einen scheiß Schluck, ey. Boah. Okay, das war... Ah.
Mann. Okay, Flo, versuch's nicht mal vom letzten, okay? Versuch's einfach so, wie du denkst, dass es richtig ist. Ich weiß ja nicht, wie es richtig ist. Ich hab noch nichts anderes herausgefunden. Was ist die Challenge? Krätze. Mann, jetzt häng ich hier fest. Wir werden jetzt ungefähr 10 bis 20 Challenges, wo wir etwas länger dranhängen. Und in den Challenges wurde bestimmt schon 15 Mal das Wort Krätze genannt. Ja, ist doch gut. Ja, krieg dich mal wieder ein. Ja, im Ernst. Du machst immer das Gleiche, sag mal was anderes. Das hab ich gesagt. So ich, sag ich, immer, halt, Junge. Ich sag immer Krätze. Soll ich meinen Charakter ändern oder was? René auch. Ihr sagt beide mal. Ja, sollen wir unseren Charakter ändern oder was? Boah, René, erzähl nicht zur Charakteränderung. Du sagst auch manchmal über irgendwelche Eigenschaften was Schlimmes. Ey, pass jetzt im Ernst. Oder auch immer, als wir noch mal öfter mit Simon da waren, ne? Hat auch dein Charakter komplett geändert. Hast du auch immer was anderes gesagt. Ist so, ey. Schwuchtel. Gell? Ist so. Das ist eine Charaktereigenschaft. Na komm, mach. Wieso ich, René? Hast du Angst zu verscheißen, weil du nicht siehst? Warte, ich mach ja schon. Sauber, René. Jetzt hast du Zeit genug. Mann, der ist doch unmöglich. Der ist machbar. Der ist nicht machbar. Ja klar, hab ich doch gerade gemacht. Ja, ich weiß, ich hab ihn auch schon gemacht. Jetzt aber, das ist ein Florenzscher. Oh. Och Mann, ey. Das ist Krätze, das ist einfach nur... Hasi, willst du was sagen, hä? Das ist übelste Krätze. Du gebrauchst ja immer den gleichen Spruch, ey. Das geht ja mal gar nicht. Pasi, du bist scheiße. Pasi, das war jetzt gerade nur ein Witz. Ne? Denkst du, Pasis Spruch war kein Witz? Gemacht. Boah, bist du dumm, René. Du hör, man konnte das Sarkasmus fast schmecken und du... Ist so. Das Sarkasmus? Nee, das ey, ich hasse es! Ernst. Ich meine überhaupt alles, was ich sage, komplett ernst. Ist so. Oh Gott, ich liebe Ananas. Scheiße. Oh, Ananas ist zwar lecker, aber ich lieb's nicht. Oh ja. Es wäre krank, wenn du eine Frucht lieben würdest. Mann, ich glaub's nicht. Ich blick nicht durch. Eine Zitrusfrucht? Das ist mir jetzt gerade sowas von schnurzen, ne? Kannst da zu Fragepunkten hätte gehen. Und mein Lebensmotto ist Hakuna Matata. So, okay. Boah, ich guck jetzt bei Google, ey. Ey, ich glaub's nicht! Ob das eine Zitrusfrucht ist. Ja, guck das ein bisschen. Wieso interessiert dich das? Ey, ich will das jetzt wissen. Wieso? Ja. Denkst du, dadurch schaffst du die Challenge? Nee, aber das will ich jetzt halt wissen. Es gibt Sachen, die man halt wissen will und... Ja. Ich will jetzt schauen, ob eine Ananas eine Zitrusfrucht ist. Ja, dann mach das und hör auf, hier rumzuspringen und zu nerven. Ist so. Ich bin erstaunt, wie du guckst, René. Anscheinend kannst du spielen und gucken. Ja, die Seite leckt gerade, okay. Oh Gott, und jetzt stellt er sich auch noch dahin. Sauber. Du störst ja überhaupt nicht. Wo störe ich denn da? Nein! Ich wurde diesmal nicht von der Wand abgeprallt, aber ich hab's einfach nicht drauf. Dein scheiß Schädel regt mich so oder so auf. Ja. Ja. Nee, die Ananas gehört nicht zu den Zitrusfrüchten. Das hat uns jetzt interessiert, René, weißt du das? Unglaublich. Jetzt ist deine ganze Welt erschüttert. Unglaublich, ey. Zu Gott und dann die Ananas. Ja, wieso guckst du nicht einfach? Das musst du doch auch stehen, du Idiot. Pasi, schaust jetzt gerade nach Ananas. Also so hobbylos ist Pasi nicht. Ich frag mich, ob es irgendwann mal auch Ananas bei Minecraft geben wird. Ich frag mich, wann du mal deine Fresse hältst. Ist so. Ey, ja, man muss doch ein bisschen hier reden. Über Ananas? Aber nicht so eine Scheiße. Ananas sind voll Hammer. Man kann über aktuelle Themen reden, aber nicht über Ananas. Ja, Merkel, ne? Boah, jetzt kann ich mit der an, ey. Bist du schwul oder so? Okay, wir reden jetzt über den Spruch von Merkel. Welchen Spruch? Das Internet ist für uns alle Neuland. Ja, ich würde mal sagen Nubi-Action, ne? Also, ich war noch nie in diesem sogenannten Internet. Ja! Ja, Mann! Deswegen muss ich jetzt den Florian da mal runterschlagen. Ich schau Flo zu, ey. Bam! Boah, den hasse ich, den Sprung.